Meine Damen und Herren, wir haben uns eingefunden. Heute das Finale der Premier Tour ESG gegen Mausports. Wer ist für Mausports? Eieiei, ich hab's gewusst. Wer ist für ESG? Oh, hau, 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 hau. Alles klar, wir wissen, wer der Underdog hier ist. Vielen, vielen Dank. Wir sind natürlich auch noch am Start und ich habe hier den offiziellen Gewinner. Die Nostalgie ist Georg Schwanhaus, er mutiert nicht nur von dem krassen Midlaner, sondern jetzt zu dem krassen Analyst. Ja, Co-Caster an dieser Stelle. Hat mir Spaß gemacht. Mit Maxim zu kommentieren ist immer ein Fest. Und die Premier Tour ist natürlich jetzt ein ganz besonderes Highlight, weil die, die hier auf der Bühne stehen, die haben nicht das erste Mal gegeneinander gespielt. Außer aber sagen, damals um haben wir 30.000 Zuschauer geknackt. Und wir dachten, ist für den wir einen oder anderen, selbst von den alten den Rekord des Streams. Und ich glaube, das wird mega, mega nice. Ja, das kann und man auf jeden Fall sagen. Und dann haben wir einfach vor ein paar Wochen 90.000 gehabt. In der Stunde der Wahrheit. Der Gewinner von der Premier Tour Hamburg zu eurer Linken. ESG! Das sind die beiden Teams. Gleich geht's ab in die Kluft. Vorher so jung, zur Analyse. Hard Winning Lane gegen Shen, würde ich behaupten, bis dann der Taunt trifft. Also wenn du getauntet wirst und da jetzt der richtige AD Carry dazugepickt wird, dann kannst du so eine Nami, glaube ich, schon ziemlich umbürsten. Plus Brücke ja aktuell immer noch sehr häufig mit Teleport dabei. Das heißt, also Panda muss das hier perfekt spielen. Jetzt kommt hier der Telle. Das wird drei von den fünf Gegnern waren oder sind gerade in der LEC oder LCS. Habe ich auch schon mal gesehen. Absolut insane. Aber wir springen in das erste Game, meine Damen und Herren. Kaiser, Gendax und Inspire. Das sind wahrscheinlich die drei besten Spieler, also einer der drei besten Spieler in deren jeweiligen Position. Die sich auf jeden Fall gewaschen hat. Wir konnten sie mehrmals auch bei der ESL-Meisterschaft sehen. Nun quasi offline auf einer gewaltigen Bühne. Und das wird absolut zauberhaft. Das allererste Mal in dem Leben auf die Botlane geschickt haben. Trotzdem ist das natürlich eine schwere Lenk. Da gab es nochmal einen kurzen Mana-Pot. Ey, nochmal getroffen. Brüki. Na, der kleine Sniper schnappt sich da schon ein bisschen Gold. Und natürlich auch ich fange einfach Raptoren an, ne? Ich bin so reported. Ist ja immer noch der Standard. Ja, der kann auch definitiv interrupten. Aber das ist natürlich jetzt dieser Fight wieder in Red Smite. Oh, Red Smite. Einiges an Damage gerade verhindert. Ventia ist zur Stelle. Ultimate bereits aktiviert. Inspired. Der verliert hier ordentlich auf mehr. Aber okay, heilt erstmal gegen. Oh, der Shadow haben. Der wird hier genutzt. Schön gemacht von Maus. Vor allen Dingen ja immer noch den Shen in der Hinterhand. Aber No Way da noch nicht ganz durch. Poke da nochmal kurz rein. Guter Start für sie auf jeden Fall. Aber Brücki auf der Botlane. Konjo kann mit dem Stundenglas antworten. Natürlich, mache einfach keinen Schaden, Alter. Holy aber shit. Brücki hast du keine Chance. Oh, what? Der Turret. Das ist einfach nur ein ESG-Turret anscheinend. Halleluja. Hat den letzten Schuss nicht gewagt. In Momenten, wo es sich nicht gehört. Hier hast du gerade eine Unterzahl gewonnen, hätte ja sogar noch dazu tippen können. Der Damage, was ist das bitte? Zack, muss da nochmal gegenholen. Also no wir wurden jedes mit Game dem so hops genommen, Mördi. Das ist echt insane. Selber nicht damit gerechnet. Mit Vel'Koz, Kha'Zix, das sind zwei absolut ekelhafte Champions, die über den Damage kommen. Der Blue, zack, Gardin. Wurde jetzt am Ende doch noch genommen. Agurin muss da rennen, halbiert nochmal den Shen, aber wird draufgehen. Stark gemacht von Gen.X, kam da gut dazu. Die Ohren, Ult, trifft Brücki, wird nochmal hochgeworfen worden. Panda mit einer sehr, sehr schönen Antwort. Ein Scaling tatsächlich einen Ticken vorne, aber jetzt wird's interessant. Ventia mit sehr, sehr viel Respekt. Also er hat schon die Linie tapsen. Jetzt muss er vorsichtig sein, wird geultet und der Damage von Talon ist not bad, aber Mundo ist Mundo. Ja, er rennt einmal eiskalt davon. Das war ein typischer Ventia-Flash. Der ist full life. Ein Scaling tatsächlich einen Ticken vorne, aber jetzt... Gegen den Talon, der null Damage macht. Er hat so viel Armor. Einfach flashen, Leute. Jetzt wird's interessant. Ventia mit sehr, sehr viel Respekt. Also er hat schon die Linie tapsen. Jetzt muss er vorsichtig sein. Es gab so viele Teamfights. Er ist einfach mit 6000 Leben, 300 Armor, 300 Armor. Er wird gehuckt von Nautius. Ah, ich muss es flashen. Und der Damage von Talon ist not bad. Aber Mundo ist Mundo. Ja, er rennt einfach eiskalt davon. Das W noch aktiviert. Also hier wurde Zeit investiert. Und die Frage ist, was macht ESG daraus? Ja, damals war Trump schon so der übelste Noob-Champ. Das klingt so undramatisch. Jetzt allerdings ESG auf die Power Spikes und damit auch der Pressure. Wir haben Loons fertig, wir haben Magic Pamboots und wir haben den ersten Catch. Oh, der Laser! Er wurde abgebrochen. Schöner Pillar. Inspired wehrt sich quasi direkt. Das ist schlau, der kann das nämlich über eine gute Distanz Der ist eigentlich direkt schon oben. Von der anderen Seite, die Slows sind drauf. Double Knocker, Brücki, Platz. Aber muss auch sagen, what the fuck are we doing? Wir hitten einfach Midlane. Guys,
Guys, wir hatten so wenig Ahnung über Makro und über was man tun sollte in diesem Game, dass wir einfach sagen, ja, lass mal einfach zu fünft Aram spielen jetzt, damit wir kein Risiko eingehen. Und dann wurden wir immer von allen Seiten geflankt. Direkt von der anderen Seite, die Slows sind drauf. Double Knocker, Brüki platzt sofort auf. Genex schnappt sich diesen Kollegen sofort und auch Panda ist am Brennen. Die Nami, die versucht hier in den River, in ihr natürliches Milieu, aber es platzt trotzdem auch. Keine Chance. Arguin ebenfalls nochmal genommen. Maus rasiert hier ganz gut drüber, nur man sieht es, wenn er zu bekommen ist schwierig. Und auch der gute Noway hat hier seinen Standardabstand behalten, hat auch mit hier gut gegengearbeitet. Also das hat funktioniert. Aber normalerweise, wie gesagt, ESG, die kommt darauf aufgebaut zu disengagen. Und das war gerade ein richtig guter Flank von Warding. Oder muss er gewesen sein. Und hier, das ist halt super stark. Zack, wirft jetzt hier alle wichtigen Leute. Der Flash von Brücke war halt godlike. Also er ist quasi über die Ultimate instant drüber, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Und ja, das ist dann ein teures Spiel, was sie haben. Und jetzt Achtung auf Konjo. Flash, QB. Klasse gemacht, genauso wollen wir das sehen. Ja, Kha'Zix performt hat, waren jetzt auch von den Stats her und so weiter nicht überragend. Hä? Aber im Interview hat uns dann auch belehrt und gemeint, hey, ich krieg ja die Drake Pressure drauf. Jetzt versucht er die Eröffnung auf Gistik. Zack, Unsichtbarkeit wird als Counter Flame verwendet, aber Agurin ist super low, versucht nochmal ein Q. Oh, beinahe sogar noch überlebt. Der Heal hat aber nicht gereicht. 1:1 bisher getradet. No way, muss da auch Abstand wahren. Der gute Warden, der ist dann doch relativ tanky. Brüki trifft die Spells. Wir sehen es schon, Warden, der ist jetzt alleine. Den muss man jetzt irgendwie abholen. Slow ist auf No Way. Macht das hier wirklich wunderbar. Laser muss er nicht verwenden. Kriegt das Shutdown-Gold. Ganz wichtig, dass das hier in die Mitte transferiert wird. Man sieht es schon, wenn der leistet als Tank trotzdem seinen Beitrag. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Brücki. Oh, Brücki. Kann man den E rüber? Er muss mit dem E rüber. Zack, geht aber zur Seite. Die Wave geht durch. Agurin rennt davon, hat schon wieder sehr, sehr viel auf sich verbraucht. Aber keiner will aktuell fallen. Brücki hinterher, der Laser auf drei Leute. Das könnte reichen. Brücki, du musst jetzt nur treffen. Holt ein. Die Shockwave. Oh mein Gott. Kommt da nochmal raus. Geflasht. Brücki immer noch gut dabei und auch No Way gut am Poken. Also, wenn die klumpen, dann sterben die auch sehr, sehr fast. Boah, Halleluja. Das sind, also by the way, die alten Ninja-Tabis, ne? Premium. Das wenn sind man die ein bisschen mehr AP hat, dann macht er hier halt einfach einen Quarterkill gefühlt alleine. Aber jetzt Skillcaps. Trotzdem die Rotation von ESG Richtung Nash. Da hast du Backline-Dive mit Kha'Zix und dann hast du drei Leute, die auf einer Höhe stehen. Feiert, versucht es zu Fuß, will Panda erwischen, schöner Flash, also der disengage sofort Genex. Wen wird er sich schnappen? Es ist No Way, der Flash aber davon, der übersteht das Ganze. Die Frage ist, wann wird er den Laser auspacken? Zack, jetzt kommt der Schutzschild oben drauf, Genex ist immer noch am Start, wird hier nicht gestorben, da ist er! Zack, komplett weg. Ich hab einen Slow. Agurin wird dann noch hinterherjagen, zack. Da kommt nochmal die Kombo raus und der Rest hat er ebenfalls durchgehalten. Lass Dash machen. Sie nehmen die Fights deutlich besser an. Und jetzt ist ESG am Nash, aber Brücke die Knight ein bisschen. Ich glaube, ins Pads, die hier, oder? Der Damage Stop, der wird wehtun, weil auf der anderen Seite kann ja niemanden dann den Trouble weghauen. Also, wo könnt ihr rüberflashen? 2000 HP, das ist relativ wenig. Zack, schöne Combo auf Inspired. Der ist immer noch Damage Stop, aber der Baron hört er nicht auf. Agurin hat schon nicht verloren. Er will immer noch auf den Poke gehen, Brücke! Jetzt mit dem Play schnappt sich den Support und das war der Rettungsanker. Zack, man nimmt den Baron. Ah, das war der Flash von Brücki. Gegen die Wand und damit auch das Q von Sebbelt. Ja, da regt man sich natürlich auch in der Minicamp auf. Oh mein Gott, er schämt sich so sehr. Und man kann es verstehen. Aber trotzdem, Baron hat funktioniert. Und damit natürlich auch nochmal ordentlich EP obendrauf und die nötige Push-Pressure. Ich wurde heute executed. Ne? Also ich glaube, da haben wir uns halt bepisst vor. Also die Messlatte habe ich hochgelegt auf jeden Fall. Ja, aber auch das ist natürlich bitter. Es war aber nicht ganz so schlimm, wie es aussah. Denn in Wahrheit war gerade eine Trundle-Ultimate. Das heißt, er ist Flash und er wollte eigentlich Flash an die Wand, damit eh über die Wand. Aber das sehen wir jetzt gleich hier nochmal. Da kommt die Ultimate und jetzt achtet auf den Pillar, weil der Pillar verändert quasi sein Verhalten, wo er mit dem Flash rauskommt. Oh da? Nein, da gibt es den Replay auch noch. Nee, gemein. Das kann ich nicht schön reden. Tut mir leid, meine Junge, ich mag dich wirklich, aber das war terrible. Sie können nicht geflankt werden. TP wäre zwar möglich, aber daran denkt man aktuell nicht. Und ESG schnappt sich den ersten Turret und wird wahrscheinlich auch sofort den ersten Libitor eiskalt mitnehmen. Aber wir haben es ja, auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es keinen Counterplay. Man hat allerdings natürlich jetzt hier keine Sidewaves, das heißt, man geht hier für einen Finish. What? Okay, Spannend. Das ist ein bisschen, da haben sie es eilig anscheinend. Ja, sie haben immer wieder Sidewaves vergessen, ne? Aber ESG macht ja aus jeder Not eine Tugend, also vielleicht reicht das hier für sie sogar. Ja, der Turret auf jeden Fall, ich meine zwei Kanonen-Minions.
Die funktionieren halt eiskalt, jetzt ziehen sich aber langsam arg. Ich muss aber auch sagen, das Team kommt immer sehr, sehr, sehr effizient. Also, sehen Sie, damals hat ihn niemand gut gespielt. Oh, was macht denn Brügge da? Muss dann zurück. Oh, das hat funktioniert, der Laser. Und deswegen sind so Teamcoms, die nur poken und nur Aram spielen, so broken gewesen. Wenn der probiert es jetzt alleine, wir haben ja immer Aram gedraftet. Aber dann basically, die Gegner hat es gedärt, Aram zu spielen, und wir haben es immer gemacht, obwohl sie Kramer und fucking Trundle und Chen haben, drei Leute hier eiskalt verloren, das hätte nicht sein müssen. Gold dann abgeben. Würde ich sagen, das ist direkt 1-1, also, das ist so in, was ich jetzt holy tun. Shit. Dieser Team kommt zu Teamfight. Leben am Limit, ey. Na, kaum geht die Kamera ins Replay, sagt Nögi, jetzt beobachtet mich keiner. Vielleicht kann ich es probieren. Oh nee, bitte nicht. Oh nee, nein, das ist nicht richtig. Man teleportiert sich auch zurück. Also Mausports da gut gepokert, haben die Leute zurückgebracht und werden nicht ganz an den Turret rankommen. Oh, jetzt das hat auf jeden Chase. Fall nicht geklappt. TP, bitte abbrechen. Oh Gott, please. Oh Gott. Ach, ja. Man konnte TPs abbrechen, ne? Oh mein Gott, man konnte Teleports abbrechen. Ja, geil. Ich voll vergessen. Da hast du auch Support Glow, auf der anderen Seite auch. Na? Da hat man einige Teleports forciert und das waren die Sidelanes. Das ist besser als Schaden. Nein, das kann ich nicht bestätigen, weil man kann es hier sehen. Zack! Oh, ich Spire und kriegt einfach 6 Milliarden Leben wieder. Ist immer so noch gut. Am Start. Laser anscheinend noch nicht zur Verfügung. Jetzt wird er ausgebaut, brutzelt da durch. Und Genex, der will sich Panda stammen, kriegt er noch nicht zu fassen. Der Flash davon, Panda immer noch am Geist, Leben. Wird vom ADC gerecht. Und Arduin, ja, der ist sein Tod. Ja, der sagt sich, hey, ich werde mal AP verlieren, überlebt es gerade noch so. Aber keine Konsequenz. Also Maus stabilisiert trotzdem die Midlane. Holt sich die Seekers, letzte Items werden sich gegönnt. Rabadons natürlich auch mit der Ohrenverzauberung noch mal um einiges mehr EP zu bewegen. Aber das ist er, Leute. Dieser Drake, der entscheidet halt sehr viel. Das ist schon mal ordentlicher Poke. Inspired ist schon halb tot. Man trifft schon die Botte. Genex! Zack, schlitz sich da rein und Panda immer noch krass, am Leben. Das kann doch nicht also, sein. Der hat nur einen Auftrag. Nicht kann, und er kriegt den hier nicht gebacken vor. Der wird jetzt hier kaputt gejagt werden. Zack, der Laser trifft die anderen. Konjo gerade noch so von Shen gerettet. Und Warden, er kauft noch mal Zeit für sein Team. Braucht natürlich ewig, eher Totes. Aber wenn man den Support nicht one-shottet, der hat nicht ein Armor-Item. Jeder hat natürlich Turm Nummer 1. Hab ich ihn bekommen? Skinner wird auch sofort zerstört werden. Rotation erfolgt in die Mitte und dann dürften sie den Sack zumachen. Was heißt, wenn sie schon da? Es ist noch ein Turret hier, brennt sich die Ezreal-Ult durch. Weil sie haben auch eine Comp, die natürlich mit diesem Drake gut skaliert. Jetzt versucht Maus zu engagen, aber das wird nichts. Oh, der Stick, der muss sich zurückziehen. Der hat schon super low Argorin mit dem Sprung nach vorne. Aber der Nexus, Leute, den ignorieren die. Der wird jetzt hier einfach nur fokussiert werden. Hat bereits fast keine AP mehr. Argorin will das Ganze vorher finishen. Da kommt Mundo und den kriegst du in 1000 Jahren nicht tot. ESG schnappt sich das erste Spiel. Das heißt, in engeren Teamfights hat sie gute Chancen. Und im Late Game kann halt nur Ult auch echt gerade beim Baron ziemlich spielentscheidend sein. Oh, Kassel Fantec. Oh, das finde ich als Blind relativ risky. So, du hast eigentlich schon den einen oder anderen. Die haben gerade Cassiopeia geblindet. Warte mal, wir haben Braum geblindet. Und Cassiopeia geblindet. Wir sind absolute Noobs. Control Mage der Scheiße. In der Lane auch. Ja. Cassiopeia, spielt ihr die häufiger, Xeo? Also nee, das Top-Lane-Play war bei den Remasters. Also sie funktionieren halt nicht so gut gegen Control Mages, weil die einfach die Range fehlt. Mhm. Und ich denke dementsprechend, also es macht irgendwie, also Maus will halt Front-to-Back spielen, das heißt, sie wollen einfach nur das erste Target, was sie sehen, angreifen. Oh, Zoe! Okay. Dagegen ist halt Cassio nicht schlecht. Nicht? Aber wir kommen einfach nicht rein. Sehr schön, wir springen das eventuell letzte Spiel des Tages, meine Damen und Herren. ESG darf erneut antreten gegen Maus, die jetzt natürlich moralisch betrachtet einen massiven Boost bekommen. Ne? Ja, also vor allem, die wollen jetzt gewinnen. Sie stand euch so kurz vor der Niederlage. Also ein Autotag vor der kompletten Niederlage. Und jetzt haben sie halt die Chance, genau das Ganze mit nach Hause nehmen zu können. Da ist noch alles offen. Warte mal, haben wir jetzt gerade zwei Games übersprungen oder was? Schweiß gebadet aufwacht. So, jetzt versucht man hier so ein bisschen den Blue Buff zu verhindern. Also wenn er schaut, oh, alles klar. Oh, der ist dann der slammt ihn so an die Wand und der Base-Shard kann sich so sehen lassen. Na, wenn der sagt, nope, holy diesen moly. Blue, den wirst du nicht stehlen. Na, der hat sich jetzt natürlich resettet, Inspired zu viel HP verloren und vor allem das Allerschlimmste, sehr viel Zeit verloren.
Ja, da will man wirklich nicht sein. Spyro immer noch in der Nähe, aber man merkt es, ne? Zweiten Charge geschafft. Das ist für den Herald auf jeden Fall not bad. Oh, no way. Mit dem Stun ist es jetzt 2 gegen 1. Da ist das First, weil die Frage ist, kommt er da raus? Und die Antwort ist no. What? Aber der ist tot. Da kommt er nicht mehr raus. Ich glaube, Jennax hat gedacht hier, dass er nicht gestunt werden sollte. Charge geschafft. Das ist für den Herald. Aber hä? Also er schaut ganz klar nach vorne, ne? Not bad. Oh, no way. Mit dem Stun ist es jetzt 2 gegen 1. Da ist das First, weil die Frage ist, kommt er da raus? Und die Antwort ist no. What? Aber der ist tot. Da kommt er nicht mehr raus. Safe Goal, da kommt er nicht mehr raus. Der Tosch ist unterwegs. Das ist ein 2-1 Lied auf jeden Fall. Er wäre fast noch weggekommen. Es war wirklich super, super close. Direkt hier drüben. Und VIP-Tickets dann quasi direkt. Ich bin mir nicht sicher, was das war. Kriegst du mal eine Leinwand vorgestellt oder so eine kalte einmal Sekt mit daneben. Aber weiter geht's. Aber Maus, ne? Jennax kurz grounded. Sie nehmen den Turret. Maus, fällt dir nicht sein? Irgendwann müssen sie engagen. Brüggy wurde da kurz hochgeworfen, die Gegenwehr funktioniert, aber Gistik ist am Brennen und er wird verbrennen. No way, schnappt sich da den Kill mittels des Giftes. Warname, na, den sollte man ignorieren. Der letzte Mundo hat auch kein Glück gebracht. Das heißt, hier sollte man ganz einfach den Inhib nehmen, vielleicht sogar noch die Rotation in die Mitte wagen. Aber das war smooth, ganz sauber gespielt. Hier noch jemanden zu bekommen ist halt nicht ganz so einfach. Konjo kann mit der Ultimate arbeiten, macht er jetzt auch. Er will es wissen. Oh, die Geschenke, die ging daneben. Ja, Konjo will immer noch jagen, kriegt das erste nicht hören, so vorsichtig bei Marguerite. Super, sehr gut, das Stun, der wirklich direkt QSS. Inspired ist jetzt alleine und wird immer noch gejagt. Das Slow trifft nochmal. Aber man kann sich hier zurückziehen. Sobald er halt mit seiner Ult-Animation eröffnet, kannst du halt den Knockout mal noch flashen. Und du bist halt tot. Er kann auf jeden Fall mit der Ultimate gegensteuern, aber reicht das? Man merkt aber von nichts. Oh, zu spät! Wurde ja abgeholt. Brüggy kriegt da den nächsten Kill. Mausports fangen an zu shaken. Sehr harter Engage hier nochmal von Venti. Er kann aber gegenarbeiten mit dem B-Argurin. Er traut sich da nicht rein. Jennax blockiert den ganzen Spaß. Da ist er doch ein bisschen zu low, aber sie kriegen den Turret. Warden jetzt zumindest wieder da. Damit die gute Frontline vorhanden. Aber es reicht nicht mehr, um diesen Turm hier wirklich zu verteidigen. Jetzt die trifft hier nur Prom. Dann kommt der Kino mal reingeflogen, aber trifft halt nur die Tanky. Mit dem Flash versucht die Leute zu stunnen. Ne? Der erste ist sofort down. Rakan hat keine Chance. Selbst Mundo wird hier geshreddet. ESG ist hier gerade dabei, die zweite Premier Tour für sich zu entscheiden. Aber Konjo, der will es wissen, aber der letzte Out-Attack. Der kommt nicht durch. ESG gewinnt am Ende des Tages doch noch eine Zitterpartie abgegeben. Und das ist es. Wahnsinn. Da kann man sich auf jeden Fall feiern lassen. Hast du den Tag nochmal auf 30 Minuten gestreckt. Das kann man machen. Das ist absolut fein. Aber hier hat man definitiv gezeigt, dass man auch konstante Leistung dann bringen kann, wenn man gerade so eine moralische Dauerphase erlebt hat. Ja, im dritten Spiel so knapp vorbeigeschlittert, lassen sich aber nicht verunsichern und haben dann wirklich nochmal die Power, die sie im vierten Game aufbringen können, um halt von Anfang an konstant dieses Game anzuführen. Und nun kommen wir zum Gewinner, meine Damen und Herren. In Hamburg das Finale gewonnen, 3-1 und jetzt beim Stop in Berlin, 3-1 noch, gegen Mausports, Euronix Gaming! Ja, die gute alte Erinnerung